Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht's um SumUp. Mein Kartenzahlungsgerät für mein Fotostudio. Wie der ein oder andere von euch bestimmt schon aus einer Instagram-Story von mir weiß, gibt es jetzt Kartenzahlung bei mir im Fotostudio. Das heißt, du kannst, wenn du bei mir ein Coaching buchst oder eine Hochzeit oder Bewerbungsbilder machst, gerne auch mit Karte zahlen oder mit Apple Pay. Genau, wenn du dich dafür interessierst, wenn du Unternehmer bist und auch selber Kartenzahlung anbieten möchtest, dann zeige ich dir, wie einfach SumUp ist und wo da die Vorteile sind. Los geht's nach dem Intro. Ich hatte schon einige Kunden hier in meinem Fotostudio, die nach Kartenzahlung gefragt haben. Bisher biete ich halt PayPal an oder halt bar oder hatte angeboten, und jetzt habe ich mich erkundigt nach Möglichkeiten, was es denn da so gibt, wie man denn das anbieten kann, Kartenzahlung. Ich wollte auf jeden Fall ein System, bei dem ich keine monatliche Grundgebühr zahle und bei dem auch die Gebühren nicht zu hoch sind. Und dann habe ich gegoogelt und bin bei irgendeinem so Amazon-Tag, Rabatttag, gibt es ja irgendwie alle paar Wochen, gibt es ja neue Rabatte, bin ich auf dieses SumUp gestoßen. SumUp hat eine App, und über die App kannst du bezahlen mit Apple Pay, mit Google Pay, mit Kreditkarte, mit EC-Karte. Genau, das ist hier der kleine Kartenreader. Das ist der SumUp-Gerät. Schon gesagt, SumUp kostet keine monatliche Gebühr und 0,95% für EC-Kartenzahlung bzw. 2,75% für Kreditkartenzahlungen. Das finde ich echt überschaubar. Ich zeige es euch mal. Genau, ich habe jetzt hier einfach mal die SumUp-App offen, gehe hier auf Bezahlen, Kartenleser, hier bei meiner Watch, auf Apple Pay, halte meine Uhr an den Card wieder und die Zahlung ist genehmigt. So, bei mir kommt jetzt gleich automatisch die Nachricht von meiner Bank, dass ich 1 Euro bezahlt habe, weil ich ja selber bezahlt habe. Also ich habe mich selbst bezahlt, um das zu präsentieren, aber es ist super einfach. Es geht sofort, ohne viel Wartezeit. Man kann eine Rechnung erstellen, jetzt irgendwie über E-Mail oder Handynummer, kann man jetzt einen Beleg senden oder auch Rechnungen schreiben über die App. Das Einrichten war jetzt auch relativ einfach, ging halt einen Tag, hat einen Tag gedauert, bis es dann aktiviert war und ich es einfach verwenden konnte. Genau, also wie du siehst, ein super einfaches Gerät. Funktioniert echt richtig gut. Das Geld wird dann zwischengepuffert bei denen, wird gesammelt und dann gibt es, glaube ich, 2 oder 3 Tage später ist es dann auf dem Konto, das du angegeben hast. Bei mir war das auch nach 2 Tagen da, glaube ich, und wird jetzt auch wieder der Fall sein. Ist auf jeden Fall ein tolles Gerät oder eine tolle Sache, das so anbieten zu können, ohne dass man selber viel investieren muss. Ah ja, genau, das Gerät hier, das ist natürlich auch noch interessant. Das Gerät hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. Ich muss mal ganz kurz nachschauen. Genau, also der Tagespreis ist 26,77. Ich verlinke es gerne unten mal und dann kannst du auch den aktuellen Preis abchecken. Genau, also wenn du noch Fragen hast, dann schreib gerne unten in die Kommentare oder kontaktiere mich über Facebook, Instagram oder über meine E-Mail-Adresse, die auch auf meiner Homepage steht. Es gibt auf jeden Fall ganz viele Wege, mich zu kontaktieren, und ich helfe dir da gerne dabei. Also wenn du irgendwelche Anliegen hast bezüglich SumUp oder was auch sonst. Genau, ich hoffe, dir hat das Video auf jeden Fall gefallen. Du lässt ein Like da und abonnierst meinen Kanal.
Danke. Ciao.